Heute ist der 6. Dezember, Nikolaus, damit das 6. Türchen in meinem diesjährigen Adventskalender. Und zwar haben wir heute dafür das Feuervogel-Cut-1-Set von Komet, schon etwas älter. Enthalten sind einmal 10 Superknallerbsen, einmal 30 Knallziehschnüre, ein einzelner Komet Silberkreisel sowie eine tanzende Cobra-Feuerschlange. Und da MH Feuerwerk in den letzten Videos schon gewünscht hat, dass ich ein paar Artikel auspacke, werde ich jetzt einfach mal dieses Set auspacken. Extra für dich, MH Feuerwerk. Und zwar haben wir hier hinten extra eine Öffnung, so eine Ausstanzung, wo man es ganz einfach aufmachen kann. Und dann schauen wir mal die Artikel an. So, hier, jetzt geht wieder an Licht. So, die Superknallerbsen, der Silberkreisel mit sehr alten Warnzeichen von Komet. Dann ziemlich fest drin, geh raus, die Knallschnur von Komet. Und als letztes die, ist jetzt auch wieder fest drin, die tanzende Cobra-Feuerschlange hinten zum Halten und vorne dann so zum Sprühen wie so eine Handfontäne, wo man dann so hin und her wackeln kann. Genau, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Mal unspektakulär an mit den Superknallerbsen von Komet. Der eine ist jetzt schon runtergefallen, den zerdreht man gleich. Oh, das war jetzt nichts. Machen wir einfach den nächsten. Ui. Der ging nicht. Ja, der ging auch wieder nicht. Der war gut. Der war auch gut. Gut. Auch gut. Und das war's schon. Weiter mit den Knallziehschnüren. Sehr nett. Ups. Netter kleiner Funken, echt. Der Knall ist auch okay. Raucht auch ganz okay. Und der letzte. Schnipsel noch etwas. Da können sich manche Böller ein Beispiel dran nehmen. Der Silberkreisel. Relativ lange Brenndauer und ganz schöner Effekt. Jetzt die tanzende Cobra-Feuerschlange. Relativ kurze Brenndauer, aber doch sehr schöner Effekt mit Silber. So, und jetzt fängt die Schlange hier so zum Kokeln an. Ob das wohl zum Effekt mit dazugehört? Man weiß nicht. Naja, es heißt ja Fire Snake. Snake on fire. Naja, schön war sie. Das Set auch ganz nett. Super, gefällt mir gut.